Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen Folge. Wir sind bei The Night of the Rabbit und wir haben jetzt die böse Krähe, haben wir hier verscheucht. Jetzt können wir mal schauen. Wir da haben komme so ich nicht dran. Warum nicht? Können wir hier vielleicht... Ja? Ein Stopp bringt hier nichts. Warum nicht? Ich glaube, sie fühlt sich bei mir ganz wohl. Ursula? Du hast ja alles durcheinander gebracht. Oh, wer könnte ihr schon lange böse sein? Der Virtuose Maxi Mauserkopf residiert zurzeit in Mauswald und ist höchst selbst bereit, einen, aber nur einen, hochbegabten Schüler die Kunst des Violinespielens zu lehren. Interessenten bitte melden. Schade, dass ich so unmusikalisch bin. Maxim Mauserkopf, ja? Ich kenne den Maxim Markov. Kann ich sehr empfehlen. Aber Maxim Mauserkopf? Den kenne ich noch nicht. Ja, und die scheint sich sehr wohl zu fühlen, ja, ja. Ist ja doof, warum kann ich... Hier hängt ein handgeschriebener Zettel. Vorsicht, dies ist Krähengebiet. Solange die Gegend am Fluss unsicher ist, werde ich vom Sumpf aus auf Sendung gehen. Mauswald Radio, die Stimme von Mauswald, gibt nicht auf. Gezeichnet Ludwig Gräber. PS. Okay, jetzt ist auch noch der Sumpfweg überflutet. Ich mache Sendepause, bis der Weg wieder frei ist. Das Gebäude liegt in Trümmern. Ich kann das dumpfe Gefühl nicht abschütteln, dass die Kräniche unangenehme Zeitgenossen sind. Wie kommst du da drauf? Hat dir die eine Krähe hier oben drauf nicht gereicht, die Ursula bedroht hat und dich auch? Und hier rumgehackt hat, wie blöd? Ah nee, die war noch kein Indiz dafür, ne? Nee, ist okay. Das ist doch das gleiche Zeichen, das ich in meinem magischen Brief gesehen habe. Das Zeichen der Baumläufer. Vielleicht hat jemand das hier hinterlassen, weil es in der Nähe ein Baumportal gibt. Alles klar, danke Fuffel. Danke dir. Dann kann ich da mal reingucken. Weil das wäre ja wirklich doof, ne? Also meistens sind ja bei den Clips dann in den Pausen und so am Ende die lustigen Passagen oder die guten Beamten. Sollte das schon mit drauf sein. Oh, ach, wir können hier schon... Das Vorderrad ist festgefroren. Unglaublich, oder? Aber an diesem Baum hier war das Klima in den letzten Wochen schon immer etwas seltsam. Jetzt hat es da oben sogar angefangen zu schneien. Ich habe so viel zu tun, aber ohne mein Postfahrrad kann ich keine Post austragen. Wer spricht da? Das Vorderrad ist festgefroren. Unglaublich, oder? Aber an diesem Baum hier war das Klima in den letzten Wochen schon immer etwas seltsam. Jetzt hat es da oben sogar angefangen zu schneien. Ich habe so viel zu tun, aber ohne mein Postfahrrad kann ich keine Post austragen. Also ihr seht, ne? Ihr habt da wirklich jetzt hier nichts visuell übersehen oder verpasst oder sowas? Da ist einfach keiner. Okay, das wird nicht reichen. Das bringt nichts. Das habe ich mir gedacht. Ich will ja mit dem Nagel das Eis Nein, raus. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Okay, die Ursula kann dagegen hauen. Ich glaube, sie fühlt sich bei mir ganz wohl. Ursula? Du hast ja alles durcheinander gebracht. Oh, wer könnte... Das ist jetzt jedes Mal so, ja? Wenn wir die benutzen, klingt so falsch, dass sie dann hier das ganze Inventar vertüdelt. Wenn das da auch noch festfriert, kriegen wir das Rad gar nicht mehr frei. Oh nein, dann lieber nicht. Okay. Ich bin besser vorsichtig. Hm.
Warte mal, ich hatte hier hinten noch was gesehen. Ne, das hier ist... Ne, okay. Das ist Schnee und keine... Blausaft. Jedes Fässchen ein Genuss. Nur 2 Laubtaler. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Ein Qualitätsprodukt der freundlichen Waldzwerge. An dem Wort freundlich steht ein kleines Sternchen und ganz unten dazu noch etwas Kleingedrucktes. Mhm. Der Kauf und oder Verzehr dieses Waldzwerge-Erzeugnisses verpflichtet die Waldzwerge nicht dazu, den Kunden freundlich zu behandeln. Ja, okay. Na gut, dann nicht. Nur noch ein Fässchen Blausaft ist übrig. Scheint, als ob hier in Mauswald der Blausaft knapp wird. Dann hier. Nein, ich... Ich bin besser. Ich bin besser. Leer. 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 Nur noch ein Fässchen Scheiß. Das bringt nichts. Okay, das sollte ich eigentlich nicht machen. Nee, jetzt sag nicht, dass das klappt. Du hast mir nur nicht den Faden an meine Münze gebunden. Die Versuchung ist einfach zu groß. Es hat geklappt. Wie bei dem Kaugummiautomaten gegenüber meiner Schule. Da soll das auch gehen. Habe ich gehört. Ich glaube, wir haben ihn arg unterschätzt, den Guten hier. Wir haben ihn arg unterschätzt. Der hat's faustdick hinter den Ohren, der krasse Typ hier. Das letzte Blausaftfässchen und ein kleiner Werbeaufkleber. Da klaut der einfach das Fass. Ich fass... Es ja wohl nicht. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Da muss immer noch stehen, ein großer Schluck bringt großes Glück. Ein kleiner Schluck bringt großes Glück. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Das Ü ist einfach schlimm. Das letzte Fass Blausaft. Damit bin ich besser sparsam. Ja, aber du kannst ja schon mal den Zapfhahn. Da muss man nichts abzapfen. Okay, dann halt nicht. Gut, dann haben wir jetzt auch Blausaft. Das ist sehr schön. Nee. Okay. Schnee? Mitten im Sommer? Na klar. Hier ist doch Sommer, oder? Seltsamer und seltsamer. Kann aber auch gleich Winter, Herbst und Frühling mit dazu sein. Bist ja schließlich ziemlich, in einem Zauberbereich. Oha. Aber hier komme ich nicht über den Bach. Noch so ein Tropfen. Da drüben sieht es auch interessant aus. Aber hier komme ich nicht über den Bach. Spannend. Schade. Wieder einer. Spannend. Schade, dass das Tor zu ist. Ach so, hier, deswegen. Der große Zarow, hellsichtiger Illusionist, bald auch in ihrer Nähe. Wann denn? Und wo? Komisch. Da steht etwas auf dem Zettel. Quarantäne. Unser Mitbewohner Steinberg-Waldzwerg leidet an einer schlimmen Krankheit. Er ist grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Und jetzt ist er auch noch krank und hustet und niest. Nicht stören. Bis zum Ende der Quarantäne zelten wir tief im kalten Wald auf matschigem Boden. Deshalb sind wir grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Blausaftproduktion wird ausgesetzt, bis Steinberg wieder gesund ist. Schmiede, Eisen und Holzer. Waldzwerge.
Quarantäne, ja, echt. Noch einer. Demnächst sagt er auch noch Chemie und China. Fest verschlossen. Hm, da hängt ein Zettel. Da steht etwas auf dem Zettel. Quarantäne. Quarantäne. Tor zum Grundstück der Waldzwerge ist verschlossen. Gibt es einen anderen Weg, auf das Grundstück zu gelangen? Ich weiß nicht. Wenn man größer, aber es ist da. Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da. Versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Okay, gut. Hier können wir erstmal nicht viel machen. Dann würde ich hier lang gehen. Oh. Der war aber gerade noch nicht da. Hm, das Vorderrad ist festgefroren. Unglaublich, oder? Aber an diesem Baum hier war das Klima in den letzten Wochen schon immer etwas seltsam. Jetzt hat es da oben sogar angefangen zu schneien. Ich habe so viel. Weißt du? Er ist nicht da und trotzdem triggert das Gespräch. Ah, die Qualitätsabteilung. Junge, Junge, Junge. Sind das deine Pakete und Briefe? Nein, aber ich bin für sie verantwortlich. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Soll ich die Post vielleicht für dich austragen? Du willst die Postsendungen wirklich für mich ausliefern? Klar. Ich laufe hier sowieso schon den ganzen Tag hin und her. Damit würdest du mir wirklich helfen. Dann kann ich auf mein Rad aufpassen. Weißt du, meine empfindlichen Froschfüße sind besser zum Fahrradfahren geeignet als zum Wandern auf Waldwegen. Kein Problem. Die Post ist schon so gut wie ausgetragen. Okay. Magisch anmutende Brief. Dieses Paket ist an Fräulein Edith Eichhorn adressiert. Als Absender steht hier Superhörnchen-Boutique. Ja, 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 die kennen wir. An Herrn Kirschenmaus Senior. Ich frag mich, was da drin ist. Guck doch rein. Der Brief sieht seltsam aus. Er ist an Senior Molena adressiert. Absender ist M. Calavera, Reiseberater. An die liebreizende Stimme von Welle 103.5. Okay, gut. Hey, wir haben jetzt eine ganze Menge, was wir jetzt erstmal machen müssen. Aber wir wissen eigentlich überall, wo wir hin müssen. Hier bei den Igelbrüdern an die Glastür. Das im Stadtzentrum, das im Stadtzentrum und das im Café an den, naja, Radiomoderator entsprechend. Wir quatschen mal noch ein bisschen. Na, wenn das nicht der vielversprechende junge Baumläufer Jerry ist, von dem alle Welt spricht. Du hast nicht zufällig gerade einen Feuerzaubergriff bereit, oder? Nee, das bin ich. Aber leider bin ich noch mitten in der Ausbildung. Gerüchte verbreiten sich hier schnell. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich mit dem Feuerzauber nur Spaß gemacht habe. Nein. Mein Fahrrad ist nämlich aus einer Streichholzschachtel gebaut. Ja. Die brennen wie Zunder. Ich hab's schon vorhin gelesen. Haushaltsware, 5 Pfennig. Und dann darunter Deutsche Zündwaren Monopolgesellschaft. Ja, ja, ja. Gut. Bist du Plato, der Briefträger? Nun ja, wenn die Pakete heute nicht ankommen, bin ich wohl wieder nur Plato, der Frosch. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Vielleicht kann ich dir ja helfen.
Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. So, also wir könnten jetzt Einladungen verschicken über ihn, aber eigentlich auch wieder nicht. Okay. Gut. Was ist, wenn ich das ihm gebe? Kannst du das für mich ausliefern? Gerne, aber ohne versiegelten Umschlag und Briefmarke darf ich das leider nicht annehmen. Mein Chef, der Postbiber, achtet da ganz, ganz genau drauf. Und seit unser Postamt am Fluss unter Wasser steht, wird er noch schneller sauer als sonst. Aber wir Ursula, haben... Ursula, du hast ja alles durcheinander gebracht. Oh, wer kennt sie? Das ist so ein Running Gag mit Ursula, oder? Okay, aber wir brauchen ja noch einen Briefumschlag. Ich meine, eine Briefmarke haben wir. Nein, sie ist magisch. Ein Zettel bringt mich hier nicht weiter. Na gut, okay. Wollen wir dann erstmal hier hinten lang gehen? Oder wollen wir tatsächlich erstmal die Pakete abliefern? Was sagt denn ihr? Wenn ich einmal da bin, dann gehe ich da eigentlich ganz gerne weiter hin, aber... Ja, komm. Guck mal hier hinter. So, was haben wir denn hier? Unförmiger Stein mit Mystär. Was ist das denn für ein Stein? Das ist ein unförmiger. Sitzt ganz fest. Aha. Keine Ahnung, was das ist. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Jetzt mach das! Ich bin besser vorsichtig. Alter, du kannst doch das hier hin und dann kümmert da und dann kümmert und überhaupt. Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. Du bist einfach sehr dicht. Das vielleicht. Der sieht aus, als ob er schon vor 1000 Jahren vom Blitz getroffen wurde. Irgendjemand hat da 4 Öffnungen in den knorrigen Stamm geschnitzt. Ich bin besser. Nee. Typ. What the fuck? Aber sieht cool aus. Das ist mal ein schöner anderer Blickwinkel auf das Ganze hier. Hier hinten ist das. Hier waren wir gerade. Da ist das Radio. Hier oben ist anscheinend die Postgeschichte. Die aber überflutet zu sein scheint. Hier ist die Brücke, über die wir drüber sind. Also sieht schon knuffig aus. Aber, naja, ne? Soll man damit jemanden rufen? Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Ja, der guckt aber sehr freudig dafür immer noch. Niedlich. Niedlich. Noch eine Statue. Naja, sind ein paar hier. Eine Fischschuppe. Sie ist ganz trocken und schillert bunt. Oh, die ist ganz leicht. Okay. Die behalte ich besser.
Die behalte ich. Vor allem, wie die immer schielt, wenn man hier genau zwischendrin so hoch. Ich finde das geil. Okay, Entschuldigung. Na gut, dann quatschen wir mal mit dem hier, ne? Mit der verdächtigen Gestalt. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. What the fuck? Okay, verdächtiger Typ. So, das bedeutet aber, dass wir jetzt trotzdem hier hinten nicht zum Postamt kommen, ne? Ja, das ist doof. Da komme ich nicht ran. Vielleicht damit? Ich bin besser. Mann. Furchtbar. Ja, gut. Dann gehen wir halt als nächstes in die Stadt und gucken da mal weiter, wie es ist. Ah ja. Aber halt erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Cheerio.